Da bin ich wieder und ja, ich habe tatsächlich in der letzten Folge im Windows-Modus aufgenommen, weil ich ja mit meinem komischen Nachtmodus da rumexperimentiert habe und dabei danach dann vergessen hatte, wieder auf Fenstermodus umzuschalten. Nee, hä? Eben, ich habe nicht den Fenstermodus aufgenommen. Goddammit, jetzt komm ich hier selber schon mit den ganzen Begriffen durcheinander. Also, ich habe letzte Folge im XSHM-Modus aufgenommen. Obwohl ich ja normalerweise immer im X-Compose-Sighting-Modus aufnehme, aber das habe ich letztens durch das Umschalten der Nachtmodus vergessen, wieder zurückzuschalten nach X-Compose-Sighting und dementsprechend haben wir die ganze Zeit mit XSHM aufgenommen. Aber ich habe mir mal die Aufnahme angeguckt, so schlimm war das Gestocker gar nicht. Ich meinte, laut OBS hatte ich auch die ganze Zeit so um die 40, 45 FPS. Von daher, also zumindest habe ich jetzt gerade 45 FPS. Von daher, vielleicht gar nicht mal so schlimm gewesen. Und das war jetzt nur eine Folge, von daher geschenkt. Schalten wir jetzt mal wieder um hier auf den Fenstermodus, also auf X-Compose-Sighting. Und spielen dann jetzt mal weiter. Bam. Perfekt. Jetzt wieder mit vollen 60 FPS. Gucken, jetzt mal ein bisschen was trinken, ey, mittlerweile. Man merkt, ich habe schon vier Aufnahmen hinter mir. Ja, ich weiß, Cola nicht gesund und so. Aber die hängt bei mir hier schon seit 5 Tagen im Kühlschrank rum. Kohlensäure ist mittlerweile auch komplett raus. Von daher muss sie einfach mal leer werden. Sonst fängt die mir noch an zu verschimmeln. Na, Flasche nur für Getränke verwenden, ja. Ah ne, von ungeöffnet haltbar bis steht hier nichts drauf. Oder nach Öffnen in 3 Tagen verwenden oder so steht ja auch nichts drauf. Egal. So, jetzt ist er leer. Ab jetzt gibt es wieder nur noch Wasser und Trockenbrot. Schön. So. Okay. Wir machen weiter mit weiteren 4 Folgen, schätze ich mal. Und in diesen 4 Folgen machen wir uns jetzt endlich mal auf die Suche nach Regenwald. Also hier, Dschungel. Also ich wollte diesmal ja Bett mitnehmen, ne? So, haben wir denn noch genug Wolle? Wir haben 29 mal Wolle. Uiuiuiui. So, dann brauchen wir noch Holz. Ich kann mal. Ach, die Maus verstellt sich immer hier. Oh, also ich verstelle immer die Maus. Das ist echt nicht so geil gelöst, finde ich. Ja. Ich meine, das Geile an der Maus ist, die hatte hier so einen kleinen. Da. Sieht man, ne? Sieht man, na gut, auf der Kamera sieht man es jetzt nicht so sehr durch den Weißabgleich, aber dieses kleine G, was da so leuchtet, das ändert die Farbe. Und das kann man tatsächlich sogar durch OpenRGB, also in Linux, kann ich die Farbe der Maus steuern. Also von diesem Symbol. Ja, so geil ist die Maus. Aber dass man die Maus so leicht mit den Tasten hier verstellen kann, das hätte ich echt ein bisschen anders gelöst. Das ist ja. Die haben da wohl keine Langzeittests gemacht mit der Maus, weil bei jedem Langzeittest wäre denen das aufgefallen, dass das so nicht geht. Oder habe ich einfach besonders große Finger? Der Traum einer jeden Frau. Family-friendly Content. Tralalalala. Außerdem darf man nicht mehr sexistisch sein. Ja? Auch Männer können sich über lange Finger freuen. Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll, aber lassen wir das einfach mal. So, wir haben jetzt ein Bett. Was brauchen wir noch? Nahrung. Dann nehmen wir einfach mal wieder hier ein paar Brote mit. Das da zum Beispiel. Wir können auch mal hier die Dinger hier leer machen. Wobei da ja eh immer wieder neue kommen.
Wir haben ein Messer. Also ein Schwert. Ein Brotmesser. Ey, Zombie, ich hab ein Brotmesser. Egal, komm. Ich habe ein Brotmesser. Ich habe eine Axt. Brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Ich mache trotzdem noch eine mit. Falls wir irgendwo in eine Höhle reinfallen, dass wir uns doch wieder rausgraben können. So, wir haben. Das Wichtigste ist die Goldaxt. Auch wenn ich keinen Plan habe, wie lange die hält. Das heißt, wir werden uns mal ein bisschen Stöcker mitnehmen, sowieso. Und Eisen, damit wir auch Eisenwerkzeuge bauen können. Spätestens damit kommen wir automatisch zu dem Thema Holzwerkstatt, Bank. So, da sollten wir jetzt alles haben. Jutschen, würde mal sagen, wir in die Richtung da. Und guck mal, wo uns das Schicksal hinführt. Das ist höchstens überall Bäume. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass hier. Och nö. Das ist das Problem, wenn man seine Kopfhörer mit Bluetooth verwendet. Die Batterien gehen leer. Jetzt habe ich gerade hier die Nachricht bekommen von meinen Kopfhörern. Battery low. Ja. Das wird mich jetzt alle 5 Minuten nerven. Für die nächsten, keine Ahnung, Stunde oder so. Das heißt, ich muss nach der Aufnahme unbedingt dran denken, die Batterien zu wechseln. Also die Kopfhörer zu wechseln. Ich habe ja noch mehr Bluetooth-Kopfhörer auf Reserve. Genau für solche Fälle. Brauche ich den Baum noch ab? Nö. Wir suchen direkt straight nach Dschungelbaum. So, weg die blöde Kuh. Meine Rede. Hier sind wieder auch schon wieder weniger Bäume. Ist doch scheiße. Kann doch nicht angehen hier. Okay, da hinten kommen wieder ein paar normale Bäume. Ich weiß nicht, ob das so Sinn so gut ist. Nee, nicht schon wieder Höhlen erkunden. Sonst hängen wir da wieder 4 Folgen dran, ne? So, hier sind noch mehr Bäume. Actually. Ich gehe mal kurz hier rauf und prügel da mal die Sichtweite ganz hoch. Damit wir uns hier a little bit ein Bild von der Lage machen können. Oh, da hinten sehe ich normale Bäume. Da. Mal gucken, was der Mapchen sagt. Der Mapchen sagt, leck mich am Arsch. Das war's schon? Ah ne, doch, der generiert er weiter. Okay, da hinten kommen ganz viele normale Bäume. Da. In der Richtung kommt da irgendwas Interessantes. Da hinten. Ne, sind auch alles normale Bäume. Gut, das heißt, wir gehen mal. Oh, guck mal da hinten. Da hinten sieht es doch sehr eng gepackt aus. Könnten da Dschungelbäume sein? Ich weiß es nicht. Es sieht tatsächlich so aus, wie es. Ah, ne, sind bloß ein paar große normale Bäume. Also große Apfelbäume, so rum. Große normale Bäume, klingt ein bisschen behindert. Ich glaube, wir gehen mal doch in die Richtung. Das klingt erfolgsversprechend, der Rare. Okay, let's go. Ah, jetzt ich werde ein bisschen runternehmen hier. Was hat mir gesagt? 300, 200? 300, ne? Naja. Mein Test braucht leider noch so ein paar Performance-Tweaks. Damit. Weil, hallo, ich meine. Auf dem Ryzen 5950. So, der ja von den Ryzen-Prozessoren quasi die stärkste Single-Core-Performance hat. Gut, ich arbeite jetzt ohne Übertakten und allem, ne? Also ist bei mir alles auf Stunden, auf Grundtakt eingestellt.
Also dieses Ryzen eigene Boosten macht er natürlich schon. Aber ich habe jetzt nicht im BIOS manuell irgendwie in Superübertakten aktiviert oder sowas. Von daher macht er halt nur seinen Standard-Boost mit seinen, keine Ahnung, 4,2 GHz oder irgendwie sowas war das. Ne, normalerweise geht der, also im Basistakt geht der irgendwie hoch auf 3,7 GHz. Und im Boosttakt geht der hoch auf 4, genau, im Normal 3,7 und im Boost 4,2, glaube. Ja, das heißt, mein Test hat an sich eigentlich schon ordentlich Power zur Verfügung. Und dass er dann immer noch ne, so relativ schwach damit umgeht, ist natürlich traurig. So, da hinten kommen Birken und alles. Ich glaube, da kommt doch kein Dschungel. Schade. Es wird schon wieder dunkel. Da hinten gibt es auch noch ganz normale Bäume. Voll die normale Gegend hier, Alter. Gibt's ja gar nicht. Da hinten ist wieder Wiese. Tja, und da hinten kommt wieder Wasser. Gut, da hinten sind auch normale und Birkenbäume. Da ganz hinten, diese ganzen Weißen sind da hinten. Das heißt, wir gehen mal doch lieber in die Richtung da. Okay, wir gehen erstmal pennen. So. Ja, genau, haufenweise Fichten und Birken und über alles. Ich glaube nicht, dass wir hier glücklich wären. Da hinten sind aber auch nur normale Bäume. Kann doch nicht wahr sein, hallo? Kein Dschungel in der Nähe? Nee, nee, nee. Hübsche Gegend. Da hinten ist schon wieder Schnee. Okay, also in die Richtung gibt es definitiv keinen Dschungel. Das heißt, wir gehen mal doch in die Richtung da. Und dann gucken wir mal weiter. Aus der Richtung kommen wir und wir gehen jetzt mal in die Richtung da hinten. Natürlich überall schon Zuckersand. Sehr geil. Vor allem, als ob Zuckersand so laut wäre. Nicht mal Quarzsand ist so laut. Ich meine, seid ihr schon mal über Zuckersand gelaufen? Das macht nahezu gar keine Geräusche. Keine Ahnung, warum es bei meint das so laut ist. Okay, jetzt hier mit den ganzen vielen Bäumen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das die Grafikkarte ist. Nee, die Grafikkarte ist gerade mal zu 60% ausgelastet. Also das heißt, dass der hier bei den Bäumen mit der Framerate zusammenbricht, liegt wirklich an der CPU, sprich also an meinem Test und nicht an der Grafikleistung. Ach, mein Test. Da musst du noch ein bisschen üben, ne? Das führt so nix. Gehen wir drunter auf 200. So. Ich meine, gut, ich könnte auch mit der Auflösung runtergehen. Das soll halt nur noch in 1080p spielen, aber hallo? Ich weiß, so weit kommt's hier noch? Hier hinten sind ein paar sehr große Bäume, aber mal gucken. Schöner Wald hier, by the way, ne? Was mir ein bisschen fehlt, ist Gras. Also hier so ein paar, hier sind so ab und zu ein paar.
Was war das gerade für ein Gejaul? Hier sind zwar überall so ein paar Büschel, aber so das Große und Ganze an Gras fehlt hier so ein bisschen. Ne? Das wirkt hier halt super kahl und auch Blumen gibt es hier kaum. Also für einen Wald ist es echt. Für einen Wald ist das echt ein bisschen sehr, sehr schlecht. Schwach. So, da hinten sind hoffentlich große Bäume, aber ich sehe immer noch keinen Dschungel weit und breit. Egal, wir gehen mal weiter in die Richtung. Da hinten kommt immer wieder Wasser, wie ich sehe. Da kommt eine große, große Insel. Großes Meer. Großer See. Meer. Da gibt es mehr See. Und weniger Land. Oh, der ist so gut, Ronny. Ja, du bist so ein Komiker. So, da hinten kommen ja noch mehr normale Bäume. Ach, scheiße, die fand dann. Aber wenigstens kein Schnee. Von daher ist da zumindest die größte Hoffnung da auf was anderes. Alter, warum fiepen die Hunde so? Haben die Langeweile? Haben die Trauer? Ist wieder gestorben? Gut, ich baue mir mal ein Boot. Ganz ehrlich. Ich habe kein Holz dabei. Ja. Gibt's hier irgendwo dunkles Holz? Da wollte ich ja eh noch ein bisschen Samen haben. Ne? Haben wir irgendwo dunkles? Da hinten ist dunkles Holz. Oh, nee, doch nicht. Da war es nur dunkel. Gibt's hier kein dunkles Holz? Ach, dieses Leben hasst mich. Das ist ja verrückt. Keine Kiste drinne, schade. Also wahrscheinlich doch, aber ich will jetzt hier nicht zu weit reingehen. Ne? Nicht, dass wir hier wieder 4 Folgen dranhängen. Nö, echt keine dunklen Bäume. Na gut, dann nehme ich halt doch dich. So. Du nach da. Ah ne, uns fehlt noch eins. Du nach da. Ich brauch mehr Wood in the Hood. Yay. So. Hä? Wieso höre ich nichts? Wow, also Battery Low höre ich, aber kein Geschwimme hier. Die Frage ist, was passiert, wenn sich jetzt mein Kopfhörer abschalten? Ob dann wieder unter OBS der Sound rumspackt? Wenn ja, muss ich dann auf einmal einfach die Aufnahme unterbrechen. Das tut mir dann leid. Oder das ist Lava. Ich hoffe mal, es kommt nicht dazu, weil die Aufnahme geht jetzt gerade mal 20 Minuten. Ist auch wieder klar, ne? Also, ne, wieder klar jetzt für euch nicht unbedingt. Aber, ne, gerade kurz nach Anfang der Aufnahme sagen die Kopfhörer, Battery low. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Kopfhörer jetzt noch durchhalten. Also, normalerweise halten sie eigentlich schon eine Weile noch durch. Aber, kann mich auch täuschen. Und kann sein, dass in 5 Minuten die Kopfhörer ausgehen. Oh, dann eine Pilze. Und überall nur normale Bäume. Ah, guck mal, da hinten. Oh, da hinten Dschungel. Oh, wir sind gerettet. Okay, straight drauf zusteuern. Oh, wie geil. Oh, guckt euch das an. So eine Riesenbäume auch noch. Oh, Alter, sieht das geil aus. What the fuck is going on here? Like, what the fuck? Okay, gut jetzt. So, komme ich an so einen alleinstehenden Baum ran?
Weil ich will jetzt nicht die ganze Urwald mit einmal abholzen. Ich will nur ein bisschen Samen haben. Alter, was ist das geil hier? Können wir gleich mal auch gleich auch mal nach Kakao suchen? Boah, das ist hier hinten dunkel, ey. Wow. Okay, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Was hab ich jetzt gerade eingesammelt hier? Ich habe Angst. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist so geil. Oh, eine Wassermelone. Oh, wir haben nie wieder Nahrungsprobleme. Oh, Alter, stockert hier ganz schön. Mein Test, komm mal klar. Was ist los mit dir? Seit wann ist mein Test so inperformant? Boah, Alter. Das bricht ja hier komplett gerade zusammen. Der stirbt da gerade. 30 FPS, 40? 30, okay. Also ich habe wohl 50 FPS, aber hier sind ganz schöne Mikroruckler drinne. Oh. Oh ja, oh, der ist gerade zum Beispiel. Oh, Alter. Kannst du keinem erzählen. Ich frage, so laut wie dieses Battery Low ist, ich frage mich, ob ihr das auch hört bei dem Mikrofon. Das schreit mir jedes Mal das Ohr ab. Oh, Alter, hallo, meint es? Okay, komm. Drauf geschissen, gehe ich halt runter auf 100. Das ist ja hier nicht mehr aushaltbar hier. Selbst so stockert es noch. Alter, meint es, was ist los mit dir? Ist gerade mein Rechner kaputt? Ja, bei OBS ist auch alles in Ordnung. Das ist wirklich nur mein Test selber, der gerade so rumspackt. Das ist ja verrückt, Alter. Ich dachte, Minecraft ist schlimm. Seit wann ist mein Test selber so? Da ist ein Papagei. Seit wann ist mein Test so schlimm? Komm ich auf den Baum rauf? Ach, komm hier so. Ernsthaft jetzt? So, ich hätte gerne einen Baum. Alter, guck mal, wie viele Monster hier sterben. Was sind da? Alle sind Tiere, die runterfallen. Ah, okay. Ah nee, okay, das war ein Monster. Aber da hinten, das war ein Hase. Das siehst du da an dieser komischen Hasenfoto. Und hier ist auch Co hier ist Kakao. Nein! Von ganz unten nach ganz oben. Andersrum. Von ganz oben nach ganz unten. So, komm ich jetzt wieder hoch? Wow, jetzt bin ich gefangen. Hallo, ich würde gerne hoch. Diese ganzen Blätter, wo man so durchgucken kann, die verwirren meine Optik. Ich sollte mir einfach irgendeinen Baum suchen, der einfach abfällen. Egal, was ich hier für Kollateralschäden anrichte. Weil hier sind irgendwie alle Bäume gehören einfach zusammen. Das ist eine Masse. Von daher. Gehen wir mal wieder Richtung Strand. Also da hinten, von da kommen wir ja, ne? Sieht man daran, dass die ganzen Pilze da sind. Und dann würde ich mal sagen, ja. Let's go. Das Einzige, woran ich noch ein bisschen Ausschau halten kann, ist tatsächlich Kakao. Wobei, ganz ehrlich, wir haben bereits zwei Kakao, drei Kakao. Das heißt, die beiden Sachen sind uns definitiv sicher. Was schon mal ganz geil ist. Das heißt, ich werde mal direkt zum Strand, Richtung Strand gehen. Und den Baum, den fällen wir, der ist so schön groß. Alter, wie das hier teilweise. So komplett fließend, jetzt fließend, komplett fließend, 60 FPS. Aber teilweise bricht es halt mit einmal komplett ein. Alter, was ist denn los mit dir, mein Test? Warum machst du das? Womit hat mein Test gerade so eine Probleme? Ich verstehe das nicht. Fürs Protokoll, ich habe auch nicht irgendwelche Mods installiert, die hier irgendwas versuchen zu machen oder so. Also, ich habe so.
Woodcutting habe ich, glaube, drauf. Und was habe ich noch? Ja, nee, außer Woodcutting habe ich gar nichts drauf. Und Woodcutten tue ich gerade auch nicht. So, wir gehen mal runter. Wir sterben beide gerade voll. So, der Baum hier, der ist jetzt. Ja, doch, der Baum hier, der wird jetzt dran. Nee. Guck mal, hier vorne, der steht einzeln. Ich versuche mal doch hier so Einzelstehende zu finden, auch wenn das ein kleiner Baum ist. Ich hoffe mal, wir kriegen trotzdem einigermaßen Saplings raus. Weil ich will mindestens 4 Saplings bekommen. Das sah ja schon mal ganz gut aus. Wie viel haben wir bekommen? Ein. Ernsthaft jetzt? Ein Sapling? Verarschen? Oh, da ist eine Kuh mit Pilzen. Was mit der los? Hat die etwa den Coronavirus? Okay. Dann gucken wir mal, ob wir noch einzelne Bäume finden. Ja, das war ja gerade eine Trauerparty. Vor allen Dingen unsere Axt ist schon fast direkt weg. Von dem einen Baum. Ja. Oh, hier ist noch ein. Dankeschön. Boah, also irgendwie scheint mein Test mit Dschungel gar nicht klar zu kommen. Also entweder hat mein Clone da irgendeine Mod, also ne, mein Clone ist ja, basiert ja auch auf Mods. Und entweder ist die Implementierung der Dschungelbäume bei Mindclone 5 irgendwie total verkackt, oder es liegt am Mindtest selber. Eins von den beiden scheint irgendwie gerade gar nicht zu funktionieren. Weil an der Grafikkarte kann es nicht liegen, ne? Weil ich mein, ab und zu habe ich ja 60 FPS. Okay, hier ist es auch noch dunkel. Da. Okay. Ja. Es ist wirklich mein Test. Das merkst du auch jedes Mal, wenn es dunkler wird, ist ein Riesenruckler. Alter, okay, die Kühe gehen mir jetzt schon gerade hart auf den Sack. Kann man sich jetzt sicher nicht mal hier unterhalten. So, was ich das gerade sagen wollte, ist immer, wenn es dunkler wird. Ist auch so ein Riesenruckler mit dabei. Also da muss echt irgendwas sehr schief gegangen sein bei der Mindtest. Ja, Version, keine Ahnung. So. Jetzt habe ich 60 Bilder pro Sekunde, obwohl ich mitten auf den Dschungel gucke. Jetzt geht man mit der Sichtweite langsam hoch. Haben wir auch wieder 60 FPS. Okay. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass seine Grafik. Na gut, ich lasse mal einfach dieses Valiant-Tipp mal nebenbei laufen. Wie gesagt, ihr seht es leider nicht. Sorry, Leute. Ja, die Grafikkarte dunkelt bei 60 bis 70% rum. Teilweise gibt es sogar unter 60%. Oh ja, okay. Also wenn diese Mikroruckler kommen, dann geht die Grafikkarte weit runter auf 50% oder so. Das heißt, das kann gar nicht die Grafikkarte sein. Weil wenn es die Grafikkarte wäre, dann müsste sie in dem Moment, wo die Mikroruckler kommen, ja hochgehen. Also an die 100% gehen. Tut es aber nicht. Also an der Grafikkarte liegt definitiv nicht. Ah ja. Also doch, mein Test, der Schuldige. Sehr schade. Na gut. So. Spielen wir halt mit der Sichtweite von 20. Schon ruckelt es auch nicht mehr. Wobei selbst so kommt es teilweise mit Ruckler. Das kann doch gar nicht sein. Hallo. Okay. Ich glaube mittlerweile doch, es liegt eher an meinem Klon 5. Irgendwas haben die da komisch implementiert. Das scheint irgendwas nicht so ganz zu funktionieren. Siehst du, was heute sein könnte, wäre die ganzen Active Blocks Modifier. Diese Ranken, dass die wachsen. Kann es sein, dass die wachsen immer alle paar Schritte? Also halt als Active Blocks Modifier und dass die ganze Rechenleistung brauchen? Das könnte es natürlich sein. Das wäre mal interessant herauszufinden.
So, du musst jetzt dran glauben. Und das war's mit der Spitzhacke. Jetzt brauchen wir eine neue. Gut, da brauche ich mir mal eine normale Spitzhacke, eine aus Eisen, genau. Gut. Ich würde jetzt einfach gerne doch nochmal einfach irgendwie einen großen Baum abschlagen. Weil mit den kleinen Dingern bekommen wir hier einfach keine Saplings. Na komm, also. Gehen wir mal wieder hier hoch auf. Ach guck mal, da hinten stehen ein paar einzeln. Sogar sehr viele einzeln. Sehr schön. Dann nehme ich mir mal die hier vor. Oh, hier haufenweise einzeln rum. Sehr geil. Ja, da kommen ja die Saplings schon runtergerasselt hier. Krass, korrekt. Bitte, da sollten wir jetzt ordentlich Saplings bekommen. Oh, dann hätten wir noch eine Wassermelone. Sehr geil. Alter, dieser Stock an hier, der geht ja so hart auf den Sack. Das ist ja richtig. Digga, so schlimm war es ja noch nie. Warte mal kurz, ich muss mal jetzt so hier. Ich muss mal ganz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das hier daran liegt, dass ich in 4K aufnehme. Vollbild. So, jetzt habe ich nur noch Full HD. Ja, auch da kommt Mikro-Ruckler. Also daran, dass ich jetzt in 4K aufnehme, liegt es nicht. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist schon echt, das ist schon heftig. Vor allem jedes Mal, wenn ich mich Richtung Wald drehe, ist das besonders schlimm. Oder allgemein, wenn ich zum Wald, also zum Dschungel gesehen, die Kamera bewege. Da war ein Zombie. Ah, wo bist du denn? Hä, wo ist denn der? Ich habe doch gerade gehört. Junge, verarsche ich mich selber. Ach so, unter mir wahrscheinlich. Das kann sein. Alter, wie viele Wassermelonen hier sind. Wow. Wir hätten schon viel länger einen Wald suchen sollen. Ne? So, wie viele Saplings haben wir jetzt? 8 Stück. Okay, sollte eigentlich reichen. Da können wir langsam wieder den Heimweg antreten. Nehme ich doch ein paar Bäume mit? Nö. Wir fahren straight nach Hause. Der Dschungel geht mir hier mit seinen gestockten tierisch auf den Sack. Nächste, setz mein Hund trinkt sich schon auf. So, let's go. Was ist mit dem Hund los? So, müsste man eigentlich, wenn ich jetzt so schräg schwimme, müsste man eigentlich direkt wieder auf mein Haus kommen, ne? Genau, da fahren wir jetzt an der Seite dran vorbei. Vorhin sind. Oh. Oh. Und schon hört er mich doppelt. Ah, okay. Gut, dann beende ich mal an der Stelle auch die Aufnahme. Und nehme mal meinen anderen Kopfhörer. Weil so habt ihr ja doppelt Audio. Das muss jetzt krass geil klingen. Zumindest sieht so aus, als ihr Doppel-Audio hättet. Habt. Naja, gut. Dann, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann.